Yo, moin Leute, ich bin's, euer Palmas und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mit GTA Online bzw. GTA 5 und heute kam das neue Update, das neue DLC für GTA 5 heraus, das Independence Day Update. Denn am 4. Juli ist ja in den Vereinigten Staaten der Unabhängigkeitstag und ja, das wird ja mal ganz groß dort gefeiert, ist ja der größte nationale Feiertag dort und somit hat Rockstar Games jetzt ein Update dazu passend rausgehauen und es gibt neue Waffen, neue Autos, neue Immobilien, zeitbeschränkt bis Mitte Juli circa, genaues Datum wird auch genannt und wir werden uns die ganzen Sachen jetzt mal angucken. Heute mal ein bisschen anders, wir werden das Ganze mal kombinieren mit einem Live-Gameplay, das heißt, ich werde das jetzt hier ohne Schnitte machen, sondern wir werden jetzt einfach hier ein bisschen Spaß haben und uns die neuen Sachen mal angucken. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier neue Waffen rausgekommen sind mit Feuerwerkskörpern und da seht ihr sie schon. Ein Raketenwerfer, der Feuerwerksraketen abschießt. Dann ein altes Gewehr und Feuerwerk. Ja, Leute, ist das nicht mal geil? Ja, machen wir einfach komplett voll. Dann gibt es hier noch coole Farbtöne. Dann nehmen wir jetzt mal so was Farbenfrohes. Passt ja dann ganz gut. Und dann natürlich noch dieses Gewehr hier. Und das lassen wir in diesem alten, hölzernen Farbton. Das passt einfach sehr gut. Ja, und natürlich hier die Feuerwerkskörper. Fontäne Rot. Nehmen wir von jeder hier etwas mit. So. Es wird auch gleich Nacht hier. Wir haben jetzt hier, wie viel Uhr haben wir? 18.37 Uhr, das heißt gleich wird es dunkel. Genau, neue Immobilien gibt es auch noch. Aber ich glaube, hat sie gerade gesagt, ne? So, jetzt gucken wir erstmal wegen dem neuen Fahrzeug. Weil ich glaube, da kam auch ein neues raus. Irgendwie ein richtig dicker Monster Truck. Da muss man jetzt einmal gucken, wo es den geben könnte. Entweder bei Legendary Motorsport oder bei... Ich gehe davon aus, dass es bei South San Andreas ist. Und da haben wir... Oh! Ein richtiges amerikanisches Shopper. Das nehmen wir doch mal direkt. Kaufen wir. Na, Logo. Muss ich mal gucken, wo ich hier austausche. Ich tausche hier aus. Tun wir den... Glendale weg. Und es müsste noch einen Monster Truck geben. Einen richtig dicken. Also der ist wirklich groß. Na? Ist er hier? Na, wo ist er denn? Mensch. Dann mal unter Legendary Motorsport einfach mal gucken. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass der da ist. Ja, ist er auch nicht. Gehe ich mal nicht von aus. Wo könnte... Warte mal. Wir finden den. Oder steht er irgendwo rum? Na gut, jetzt haben wir da erstmal das Motorrad. Dann können wir damit erstmal rumfahren. Bis dahin fahren wir schon mal in ein Kleidungsgeschäft. Ich fahre generell nach dem Suburban auf dem Hollywood Boulevard oder zumindest in der parallel gelegenen südlichen Straße davon. Wenn ich jetzt hier, glaube ich, nur gerade ausfahre. Ich glaube, wir sind sogar schon auf der richtigen Straße. Lass mal hier Licht an. Oder nehmen wir uns erstmal das Motorrad ab. Ja, das ist wichtiger. Muss ja auch hier passend sein. Oh mein Gott. Also dem Ganzen hier. Könnt ihr mal derzeit die neue Waffe angucken, ne? Ich meine, da haben wir jetzt dieses coole Gewehr. Bestimmt so ein Einzelschussgewehr. Beim Sniper? Wo ist es denn? Da! Das war ein schön dickes Gewehr, wa? Lang. Lang und dick. Komm. Geben wir uns hier mal. Oh, One-Shot! Ah, mit Pulver, das ist so ein Gewehr aus dem Jahr 1800. Das ist ja mal geil. Zack. Ultra Skill. Komm, und zur Feier des Tages machen wir jetzt hier so eine coole Fontäne hin. Komm, schieß mir mal irgendwas ab. Leute! Ey, das ist ja mal genial. Komm, geh schnell in unsere Garage rein, nicht, dass wir uns jetzt noch die Bullen kriegen. Ja, komm. Hui! Gleich, wenn es dunkel ist, wird es bestimmt noch lustiger.
Ja, die lassen sich ja wirklich, also sowas mag ich einfach. Ich meine, Leute, ich weiß, jeder sagt immer, hey, wo bleiben die Highs, die coolen Überfälle und so. Es ist natürlich nervend, dass die jetzt noch nicht gekommen sind und so, aber ich meine, wir kriegen immer coole, kostenlose Updates und das ist meiner Meinung nach der Sinn eines DLCs, dass er einfach kostenlos ist und einfach ja den Spielspaß nach vorne nochmal bringt, einfach das Spielerlebnis nochmal fördert, weil man hat ja schon den vollen Preis gezahlt für das Spiel und deswegen finde ich das einfach wirklich genial. Das Motorrad sieht ja mal genial aus. Das war sehr patriotisch, natürlich. Unabhängigkeitstag der Vereinigten Staaten. Aber naja, vielleicht gibt es ja wieder Deutschlandfahne. Wir fahren aber jetzt einfach mal Los Santos Customs rein. Ich weiß nur noch, bis der Stern da weg ist. Ich bin Mr. Fox. Machen wir die Maske mal weg, dass man ein bisschen hier persönlicher wird. Brauner Affe. So eine coole Brille. Ne, komm, lass uns mal weg. So, dann fahren wir jetzt mal los. Neue Tattoos gibt es auch noch, neue Frisuren. Es gibt alles neu, ja? Es gibt alles neu. Wir werden uns alles hier in Ruhe angucken. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Lehnt euch natürlich einfach zurück. Wir werden uns alles hier in Ruhe angucken. Ich bin aber am Überlegen, ob ich vielleicht später das am Tag oder nochmal morgen oder so nochmal einfach so eine kurze Zusammenfassung nochmal, wie die jetzt halt von mir gewohnt sind, nochmal hochlade. So, haben wir erstmal hier. Zack. So. Boah. Das lässt sich aber gut fahren. Liegt geil in den Kurven, Leute. Und hat einen enorm guten Sound. Wie gesagt, fahren wir erstmal nach Los Santos Customs, um mal zu gucken, ob es da vielleicht andere Fahnen gibt, also andere Flaggen gibt, die man sich aufs Motorrad drauf sprayen kann, so als Vinyl oder sowas. Gucken wir mal. Auf jeden Fall, ich finde, sie sieht extremst nice aus. Lässt sich auch wirklich gut fahren. Das ist das Wichtigste. So. Entschuldigt. Western Sovereign Motorrad. So. Jetzt gehen wir erstmal hier auf Panzerung, die hauen wir natürlich erstmal so hoch wie es geht. Bremsen natürlich auch, das sind so die Standardsachen, ja. Hupe lassen wir. Scheinwerfer machen wir. X War das schon Xenon? Ah, ne, nicht ganz. Nummernschild, wie immer, wisst ihr ja, schwarz-gelb. Getriebe ballern wir auch hoch. Turbo knallen wir auch drauf. Reifen. Die sind schon passend, wenn ich ehrlich bin. Da brauche ich eigentlich gar nicht viel gucken, die anderen würden einfach nicht passen. Das lasse ich einfach so, ja. Da ändere ich nichts. Reifenzubehör, da ändere ich jetzt höchstens, dass es schusssichere Reifen sind. Mehr mache ich aber nicht. Es soll ja noch gut aussehen. Das war schon. Man kann da nicht, nichts dran tun. Na gut, lassen wir es so gut sein. Ist auch so ein ganz cooles Motorrad. So, also gucken wir mal, was wir hier bei Klamottenläden. Was da so Tolles gibt. Und dann werden wir uns mal an die Apartments wagen. Also wir haben noch einiges vor uns, Leute, ne? Also Frisuren. Dann noch die Gestaltung des Charakters allgemein. Also hier Frisuren, Tattoos. Alles Mögliche, ne? Oh mein Gott, ey. So, was wollen wir erst machen? Gucken wir uns mal die neuen Frisuren an. Ich denke mal, das ist nicht so viel wie die neuen Klamotten. Setz den Helm ab. Dann kann ich endlich diese Hipster-Frise loswerden, ne? Undercut. Kann ich nicht mehr sehen. Weg damit. Ich will ja auffallen. Und mit einem Undercut fällt man nicht auf. Rennt ja jeder so rum, ne? So, Teil ist kein Hipster-Update. So, da. Unabhängigkeits-Special. Der richtige Fukuhila. Richtig schön. 80er-lastig. Jawohl. Das war schon. Mehr nicht. Wenn wir doch einmal alle durchgehen. Ganz schnell. Aber dann nehmen wir auf jeden Fall diese Fuchuhila. Sieht ja mal richtig nice aus. Ja, ich glaube, das war's mal wirklich. Ja. Gut, dann packen wir uns jetzt ja, diese coole Frise da auf den Kopf. Machen wir eben aus kurzen Haaren ganz lange Haare. Welche Farbe machen wir? Ich würde sagen, wir machen das in Kackbraun. Kotbraun. Mach mich lange Haare. Ich denke mal, wir kriegen jetzt so richtige geile Biker-Outfits. Ja, die sind auf jeden Fall, denke ich mal, dabei. Und natürlich so richtig schön patriotische Sachen mit einem Bundesadler der Vereinigten Staaten. Bärte, vielleicht gibt es da noch was Neues. Nee. Finde ich jetzt wirklich ein bisschen schade, dass die Bärte nicht hinzugefügt haben. Aber da müssen wir jetzt irgendwie was bisschen Vollbärtiges ranmachen, damit es auch ein bisschen passend da ist.
Naja. Wie so eine Lincoln-Frisur. Lincoln-Bart. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Geschichte aufgepasst. Ich muss sagen, der passt hier echt ganz gut. Der hier, oder? Ja, der. Den machen wir. Dann passt das eben mit ein wenig. Sehr gut. Gefällt mir. Ich, nach Make-up und so gucke ich jetzt nicht, ne? Das ist ja Schwachsinn. Aber die Frise, die sieht echt gut aus. Zwar, wie gesagt, ich finde es zwar schade, dass es nur eine neue gibt, aber Schwamm drüber. So, dann fahren wir jetzt direkt mal zu Suburban. Schauen uns erstmal die Komplett-Outfits an. An der Kasse. Ich kriege immer wieder die Fragen. Das ist wirklich um. Das ist, ich glaube es wirklich manchmal gar nicht. Wie man so Komplett-Outfits sich zusammenstellen kann, ja? Ganz einfach. Ihr müsst einfach an die Kasse gehen. Ja? Und dann könnt ihr euch Outfits angucken. Ja, ich denke mal, viele wissen das natürlich, aber viele wissen es auch nicht. Hat mich ein bisschen verwundert. Deswegen machen wir jetzt hier mal hier Unabhängigkeits-Outfits. Und da sind direkt so fertige. Alter Schwede. Ich muss eigentlich kotzen gerade. Ey! Nein! Nein! Junge! Der Hut. Die Sterne im Haar! Das ist reif. Das ist ein Haarreif. Ich meine, den mit dem Beanie auf dem Kopf. Also, der Beanie sieht aber echt geil aus. Ja? Mit der Frise passt echt geil. Die Brille ist natürlich auch der Wahnsinn. Pass auf, wir nehmen uns jetzt hier diesen Charakter, werden ihm aber eine von den beiden Hosen hier anziehen. Oder die Sternhose. So. Das kaufen wir. USA, ne? Force Win und so. Wir sind ja überhaupt nicht patriotisch. Ist das eine Cargo-Hose, die neue? Oh, muss ich gucken. Jetzt muss ich natürlich suchen. Das wird eine kleine Sucherei jetzt hier, Freunde. Jeans. Das sieht natürlich jetzt schön scheiße aus. Aber eigentlich sind die neuen Hosen immer recht weit oben, ne, gelistet. Sporthosen. Nee, hier. Das? Nee. Was ich halt irgendwie so schade finde, ist halt, dass es jetzt nur so ein zeitbegrenztes Update ist. Aber nun ja. Wo ist denn jetzt diese geile Sternenhose? Oder die linierte Hose. Die wollte ich ohne ganz. Turnhosen? Nein. Chinohosen dann. Muss er ja jetzt da sein? Da sind sie. Das passt nicht. Das passt auch nicht. Nehmen wir die blaue Sternhose. Gab es ja noch besondere Schuhe bei den Outfits? Ja, das ist nicht. Ich würde sagen, so lassen wir den. Wobei, wir gucken mal bei T-Shirts. Da gab es ja auch noch ein paar neue. Ah, ne, in die Richtung. Ja, was gibt es denn noch mit Unabhängigkeitstag? Freedom. Alter Schwede. Zum Glück sind die Amis nicht patriotisch. Leute, das ist der Hammer. Diese Selbstverliebtheit. Das kann man sich in Deutschland nicht vorstellen. Alter Falter. Nimm das T-Shirt hier, das ist cool. So. Jetzt raus hier. Ach, komm raus. Und jetzt fahren wir mal hier zu den Tattoo-Läden. Wir müssen halt auf jeden Fall noch mal gucken, wo es den Monster Truck gibt, ja? Der ist nämlich, von den Bildern her sieht der wirklich wahnsinnig geil aus. Das markiere ich mir mal hier in Tattoo-Laden, GPS. Ah, andere Richtung! Der Vinewood ist doch näher. Ich werde zu dem gefahren in der Nähe von hier, dem Krüppel da, von Leicester. In der Gegend, da ist auf jeden Fall auch ein
Tattoo-Studio. Aber gut, wenn das hier näher ist, fahren wir da jetzt hin. Wollen jetzt hier keine Zeit verschwenden. Guck mal, da oben ist es ja schon. Perfekto. Hier, Feuerwerk! Geil. Eigentlich willst du mal so einen kleinen Feuerwerkskörper hinstellen. Wo sind die? Halt doch wohl mehr als genug gekauft. Feuerwerk! Feuerwerk! Hallo? Müssen wir nochmal. Nee, gehen wir nochmal in den Ammunition hier rein, der da vorne ist. Kann ja nicht wahr sein. Ich hab doch hier gerade diese coolen Fontänen gekauft. Die würde ich auch ganz gern nutzen. Ja, komm. Da. Bereite ein Feuerwerk. Ja. Du kannst von diesem Gegenstand keine weiteren tragen. Leute, verurteilt mich jetzt nicht, aber... Wo finde ich die? Da sind zwei Sachen. Hier ist es nicht. Hier ist es nicht. Hier ist es nicht. Da auch nicht. Hier ist es auch nicht. Kann ich das hier über das Inventar irgendwie machen? Accessoires? Rauchspur? Keine Rauchspur? Da! Feuerwerk! Fontäne? Machen wir rot! Nee, grün ist meine Farbe! Grün haben sie nicht? Egal. Timer machen wir 5 Sekunden. Platzieren. Und da läuft der Timer und... Oh mein Gott, wie schön! Oh mein Gott, wuhu! Das war's schon! Komm, direkt noch eins. Fontäne, Superknaller, Sternexplosion, Kometenexplosion. Rot! Timer! Platzieren jetzt. Komm, jetzt geht's aber hier richtig ab, Leute. Ah, das ist eine Rakete. Ah, Big! Die lassen sich was einfallen. Das ist ja mal unglaublich. Aber warum nicht? Das sieht bestimmt genial aus, wenn man das irgendwie mit ganz, ganz vielen Leuten macht. Muss man auf jeden Fall mal drüber nachdenken, würde ich mal sagen. Aber jetzt gucken wir erstmal hier noch wegen den Tats. So heißt es ja in der Szenensprache. Zeig mal deine Tats. Guck, was ich habe. Ich habe meinen Arm voller Tats. Ja. Gut, lassen wir es einfach hier. Ab zum Stuhl. Und jetzt eine schöne US-Flagge über den ganzen Körper. Das ist das, was wir wollen. Business-Update, Hipster-Update. Na? Na, wo sind sie? Sind das die von Unabhängigkeitstag? Ich weiß es gerade nicht. Ich habe es auf jeden Fall nicht frei. Das ist ein Problem, wisst ihr? Kopf. Ernsthaft? Wusste ich gar nicht. Bin ich ehrlich. Linker Arm. Naja, gut, jetzt irgendwelche Dingens vom Ding, also hier von dem neuen Update ist hier nichts drin, ne? Nee. Naja, gut, dann lassen wir einfach alles so wie es ist. Jetzt muss ich erstmal was ausprobieren. Das
hat dem Eisker den Arsch aufgerissen. Mit Sternen. Genial! Was eine Ironie auf dem Hollywood Walk of Fame. Ah, war der schlecht. Nutten! Kann in diesem Fahrzeug keine Prostituierte mitnehmen. Wieso? So ein kleiner Freifick? Komm, ich mache euch ein Feuerwerk. Ein Feuerwerk, damit ihr auch was zum Feiern habt. Fontäne. Blau. Platzieren. Freut ihr euch? Ey, freu dich. Undankbares Mischstück. Da verrät man keine Sterne? Naja, warum? Auf Feuerwerk ist ja was Schönes. So, und jetzt kommen wir zu einem kleinen Highlight. Ich hoffe, dass es ein Highlight ist, denn so wie es hieß, gibt es neue Villen. Ihr trifft gerade Villen in den Vinewood Hills in Paletto Bay. Für die, die nicht wissen, was Paletto Bay ist, das ist hier diese kleine Stadt hier oben am Mount Chillard. Und wir werden jetzt mal direkt auf Dynasty 8 gucken, was es für neue Immobilien gibt da. Prime Property in the Los Santos Area. So, verfügbare Immobilien mal anzeigen hier mit dem Mittelfinger. Und da sind die neuen. Und es gibt Villen, Freunde. Es gibt Villen. Ihr könnt endlich Häuser kaufen. Und ich hoffe, dass das nicht zeitbegrenzt ist, weil das wäre wirklich sehr schade. Ihr seht, die sind in Vinewood Hills. Die sind in Paletto Bay, die Wohnung oder das Haus. Das auch. Das ist in der Siedlung bei Leicester, meine ich. Paletto Bay. Sandy Shores. Perfekt. Also, da zöge ich natürlich lange. Wir holen uns jetzt erstmal das hier in den Vinewood Hills. Kaufen. Immobilie erwerben. Ist das dann die dritte oder wird die jetzt ersetzt? Ich hoffe nicht. Wir werden es einfach herausfinden. Hier ist auf Immobilie erwerben. Und ich muss eine Zahlung geben. So. Jetzt muss ich einmal kurz abbrechen, weil ich jetzt nicht weiß, welches ist. So, den Eclipse Tower gebe ich. Verkaufe ich. Weil ich meine Garage nämlich hier bei diesem Richard Majestic habe. Also den Eclipse Tower verticken wir jetzt. Na, hoffentlich lohnt sich das. ...175.000. Ja. Möchte ich. Oh mein Gott, wir haben ein neues Haus. Direkt hinter, Leute. Mit unserem... ...geilen Shopper. Wo ist es? Da? Oh, genial. Direkt hinter. Also ich freue mich jetzt wirklich. I'm so excited, ja. Ich bin mal auf die Innenausstattung gespannt. Ich hoffe, dass sie das Haus um einiges unterscheidet von zum Beispiel dem Haus von Franklin aus der Story. Aber ich gehe davon mal ganz stark natürlich jetzt aus. Sieht auch ein bisschen kleiner aus, muss ich ehrlich sagen. Aber nun ja, das soll jetzt nicht weiter stören. Ich meine, man muss ja ehrlich sagen, die Community hat sich Häuser gewünscht und jetzt hat man welche. Viele verschiedene sogar, das ist das Geile, ja. Es ist ja nicht so, dass es jetzt nur wieder welche in einer Gegend gibt, sondern wirklich mal auf die Karte verteilt. Das ist ja auch das, was sich viele gewünscht haben. Und das ist genau das, was ich meine. Also, da kann man sich einfach nicht beschweren. Leute, die solche Updates hier, ich sag mal jetzt, schlecht reden, ohne ein Argument zu liefern. Ich meine, viele sagen, okay, bring uns lieber die Heist, anstatt uns hier so kostenlose Updates. Das ist vielleicht ein Argument, womit man vielleicht noch umgehen kann. Aber wenn man einfach nur sagt, ey, scheiß Update, finde ich ein bisschen weiter hergriffen. Ich meine, man kriegt es umsonst. Und ob es dann einem gefällt oder nicht, das ist natürlich einem selber überlassen, aber man muss es ja nicht wirklich haten, weil, wie gesagt, es ist umsonst, das ist Fakt. So, hier ist auch die Auffahrt, hier ist auch das Schild jetzt von Dynasty 8. Ja, das ist wahrscheinlich auch neu. Und jetzt fahren wir mal in unsere Auffahrt hoch. Wir haben vermutlich eine kleine Garage. Wie wollen wir das machen? Wir fahren jetzt einfach mal in die Garage rein. Von da aus können wir ja bestimmt ins Apartment reingehen. Und wir haben eine
eine Garage für 6 Autos. Das ist doch völlig okay, würde ich sagen. Und ich habe auch mal, jawohl, mein Blumenauto behalten. Das war mir sehr wichtig. Sein Ernst? Warum liegt auf einmal ein schwarzer Helm? Was habe ich noch behalten? Mein Warren habe ich behalten. Ja, gut. Also, ich denke mal, hier können wir ins Apartment jetzt gehen, oder? Oder gehen wir jetzt raus? Ne, wir gehen ins Apartment. Jetzt in die Villa. Ich will ja gar nicht Villa sagen, weil ich denke mal, eine Villa ist es nicht. Aha, okay. Gut. Jetzt bin ich doch ein klein wenig enttäuscht, weil ich meine, ja, da liegt meine Unterwäsche wieder, na toll. Ich meine, das so sieht auch, so sehen auch die Apartments der mittleren Klasse aus, wenn ihr, also die, wenn ihr euch die, Apartments halt kauft, die, es gibt ja, früher gab es ja immer nur ein Apartment, dann, also die ganz billigen Apartments, die mittleren Apartments und die Luxus-Apartments und die ganz neuen Luxus-Apartments und das ist halt dieses mittlere Apartment, also das ist kein neues Design, gut, finde ich ein bisschen schade, hätte man mehr draus machen können, gut, gut. Das ist jetzt nicht ganz so tolle. Wir werden jetzt einfach mal. Was werden wir machen? Was werden wir machen? Was werden wir machen? Wollen wir einfach noch eine andere Immobilie kaufen? Ich meine, die Zeit haben wir dazu ja, ne? Die Zeit haben wir. Ja, also das war jetzt doch eine kleine Ernüchterung, muss ich dann ehrlich sagen. Und die will anscheinend ein Feuerwerk haben. Oh, es gibt doch einen Stern. Hallo, Feuerwerk ist was Gutes und nichts Schlechtes. Wann lernen die das denn endlich? Gut, wir schauen jetzt mal hier oben auf dem Berg. Dass uns hier auch bloß keiner in die Quere kommt. Aber gucke ich nochmal wegen den anderen Immobilien. Aber ich muss auch mal wegen dem Truck gucken, ne? Wegen dem Truck muss ich auch noch gucken. Die werden wahrscheinlich genauso aussehen von innen, bin ich mir hundertprozentig sicher. Soll ich einfach mal drauf anlegen? Nein, ich mach's nicht. Ich schwöre euch, dass die sogar gleich aussehen. Ich lasse es einfach. Vielleicht hat der einer sich schon ein anderes Apartment gekauft. Dann kannst du ja mal in die Kommentare schreiben. Würde mich echt mal interessieren, ob die genauso aussehen. Das würde mich echt interessieren. Schreibt das mal in die Kommentare rein. Wenn sich einer schon ein anderes Apartment gekauft hat, in Grape Seed, Blaine County, also in Sandy Shores oder Paleto Bay, also genau, das sind ja die drei kleinen Dörfchen da oben. Schreibt das mal in die Kommentare rein. Würde mich echt mal interessieren, ob das wieder ein unnötiger Einkauf jetzt gewesen wäre von mir, wenn ich es gekauft hätte. Gut, wir werden jetzt nochmal in Ammunition fahren. Ich will nämlich noch ein paar Fontänen haben. Oh Gott, jetzt wollte ich fast reinfahren, aber dann werde ich wahrscheinlich ein Stückchen kleiner gemacht. Ich weiß, wo wir noch hinfahren können. Wir müssen auf jeden Fall nochmal zum Strand runter, vielleicht gibt es ja noch neue Masken. Achso, habe ich schon. Gut. Jetzt fahren wir auf jeden Fall nochmal zum Strand runter. Und wir müssen noch wegen dem Monster Truck gucken. Worüber könnte ich den kriegen? Das lässt mich jetzt ja nicht locker, ne? Ammunition. Nichts Neues. Das müsste aber. Oh mein Gott, Leute. Da ist er. Da ist er. Und ja, ich weiß, es ist so traurig. Den kann ich mir nicht kaufen, weil ich noch nicht Level 100 bin. Oh mein Gott, Leute. Ich kaufe mir den jetzt. Holy crap. Kaufen. Über Pegasus verfügbar sein. Gut, den kann man sich liefern lassen. Also, kommt nicht in der Garage. Und deshalb fahren wir jetzt einfach mal noch ganz fix zum Strand runter. Wie gesagt, gucken, ob wir da irgendwie neue Masken an dem, ja, an dem Stand da bekommen können. Wäre natürlich ganz cool, irgendwie so eine Präsidentenmaske, so, keine Ahnung, so ein Lincoln oder so. Ich glaube, das war ja
Was, 18. Jahrhundert? 19. Jahrhundert, also. Ich bin mir jetzt aber wirklich unsicher. Bevor ich was Falsches sage, sage ich lieber gar nichts. Oder vereinfache gegen eine Wand und saume meinen Kopf und kann als Argument sagen, dass ich ein ganz tolles Kopf-Aua habe. Nun ja. Komm, dreh um hier. Jetzt fahren wir hier links herum. Ich hoffe, dass es neue Masken gibt. Weil die sind immer so übertrieben witzig. Wie zum Beispiel diese Fuchsmaske oder diese Vogelmaske, Eulenmaske, genau, die Eulenmaske, die kam beim kein Hipster-Update. Die war ja mal wirklich extrem geil oder ist extrem geil. So, schauen wir direkt nach. Gib mich Maske. So, komm, bitte, bitte, bitte. Aber irgendwie habe ich gerade ein schlechtes Gefühl dabei. 75 Masken. Ich weiß nicht, wie viele es vorher gab. Und da sind neue. Ein Werwolf. Oder ein schwarzer Wolf. Adler. Ein eiserner Adler. So sieht er zumindest aus. Er wird als schwarzer Geier. Geiers, Entschuldigung. Angepriesen. Ja, das ist natürlich klar. Der Adler. Ein Bulle. Ein Stier. Bison. Bison! Bison! Warum ein Bison, Leute? Ich hoffe. Oh mein Gott, die Nevis, die sehen ja schon schön scheiße aus. Ja, den möchte ich haben. Ja, Wolska! So, und jetzt können wir uns auch unser Auto liefern lassen, Leute. Oh Gott. I'm so excited. Pegasus. Wo kann ich den abholen? Ich denke mal bei diesem Polizeipräsidium. Der Liberator. So your specialty vehicle is available for collection right now. We hope you're very happy, sir. Ja, ich bin bestimmt happy. Und ah, okay, steht direkt am Strand, perfekt. Da muss ich auch jetzt gar nicht weit fahren. Okay, gut, die Polizeiwache wäre auch nicht so weit weg gewesen. Aber lasst mich bitte einfach im Glauben, dass das näher ist. Wo steht er? Wo steht der Bad Boy? Oh mein Gott, jetzt saube ich noch fast ab. Oh Gott, da steht er. Alter Falter. Sind das kleine Reifen? Ich kann erstmal hier so ein geiles Bild machen. Stellen wir mal unser Moped. Hierhin? Und jetzt unser Matchbox-Auto. Lol! Der hat eine Doppelachse. Oh mein Gott, der ist natürlich jetzt sehr wendig, Leute. Das ist natürlich jetzt mal. Oh, oh, oh. Das ist böse. Oh, jetzt mal hier so ein geiles Foto. Ich passe da gar nicht drauf, weil der Wagen so groß ist. Junge, Junge, Junge. Das ist natürlich mal übel. So, dann werden wir mit dem erstmal eine Runde drehen. Der ist wendig. Oh, Leute. Was geht denn bei dem? Er jumpt mal übertrieben. Ups, ups, ups. Nein, tut mir leid. Oh, ich habe die Blonde überrollt. Ey, macht ein Foto. Jetzt fahre ich mal über ein Auto. Zack! Kein Hindernis. Ich hab. War da überhaupt ein Auto? Hab nichts gemerkt. Leute! Das ist mal ein PS-Beast auf jeden Fall. Der ist echt verdammt wendig. Guckt euch das mal an, wie gut er die Kurven nimmt. Und natürlich auch eine US-Flagge, ist klar. Und die Bullen kam ich nicht im Visier, doch jetzt, ja.
Ja, Freunde, also ich bin wirklich, also das Update ist wirklich richtig spaßig. Ich sehe gerade, ich passe so gerade eben in eine Spur rein, wenn ihr das mal seht. Warte mal, gucken wir hier vorne nochmal. Oder sind die Bullen, fahren wir doch mal ein weiter. Ah, jetzt eh egal. Okay, hier passe ich ganz kleine Spur rein. Aber das war richtig geil, der Wagen. Kickt auf jeden Fall richtig. Ja, meine Freunde, das ist so das Update jetzt gewesen. Ich denke mal, ich habe nichts vergessen. Ich habe euch die Frisuren gezeigt, die neuen Outfits, die neuen Fahrzeuge, die beiden. Ja, die neuen Waffen, das Feuerwerk, die neuen Immobilien. Wie gesagt, dazu schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr da irgendwas irgendwie, ja, selbst herausgefunden habt, bezüglich, oh, ist eine Sackgasse, bezüglich der Designs der anderen Apartments, die es noch, oder Häuser, die es zu kaufen gibt, wie zum Beispiel Paletto Bay, Sandy Shores und so. Schaut es mal in die Kommentare rein und, ich will jetzt hier nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich probiere das Ding jetzt mal zu tunen. Das wäre natürlich der Oberhammer, wenn das geht, oder? Freunde. Dann muss ich jetzt erstmal die Bullen kurz loswerden. Also außerhalb des Sichtfelds bin ich jetzt. Ich denke mal, ich passe damit gar nicht in die Garage rein. Wieso habe ich jetzt hier die Bullen am Arsch? Was soll das denn? Nein, nein. Oh, oh, komm schneller rein. Ich denke mal, ich kann hier nicht tunen. Das ist einfach... Kann ich mir nicht vorstellen. Nein. War auch klar. Ihr könnt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ich werde mal gucken... Ob ich nochmal alles so zusammenfasse, was es hier so Neues gibt in einem kleinen Extra-Video. Für die, die sich vielleicht jetzt nicht alles hier angeguckt haben. Aber das ist mir jetzt eh in dem Fall egal, weil das, was ich jetzt gesagt habe, hören eh nur die, die bis hierhin geguckt haben und somit eh alles gesehen haben. Also verabschiede ich mich mit diesen Worten. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bin raus. Ciao. Euer Peimann.